Und da ist er jetzt, Vinzenz Kiefer, der Mann, der von Matt Damon so richtig vermöbelt wurde. Wie war das, von Matt Damon mal richtig auf die Glocke zu kriegen? Ich habe mich ja gewehrt, ich habe ihm auch ein bisschen was ausgeteilt. Also von daher, du hast Haare auf deinem Mikrofon. Kopf. Stimmt, ich kann dir verpflanzen. Aber wie kommt man an die wirklich große Gelegenheit, mit Matt Damon zusammen einen Film zu drehen? Naja, das ist ein Job als Schauspieler. Ich meine, das ist natürlich ein toller Job, aber es war eigentlich letztendlich auch nicht anders als mit jedem anderen auch. Also man hat ein Casting gemacht, ich habe ein Casting gemacht, das haben die gut gefunden und haben mich engagiert. Das ist ein großes Glück gewesen, es war eine tolle Erfahrung und ja, bin stolz drauf. Aber hat Hollywood angerufen oder ist das jetzt so, dass man das zufällig mitbekommen hat, man geht halt eben hin wie einer von vielen und wird dann irgendwie entdeckt oder haben die schon gezielt gesagt, Menschen kennen wir von Cobra 11, komm mal rum. Nee, also es war jetzt nicht so, dass die mich persönlich angerufen haben, weil ich habe ja eine Agentur und da melden die sich. Also meine Agentur ist auch selber sehr aktiv und guckt, was passen könnte, hat natürlich viele Projekte auf dem Tisch und hat sich dann gedacht, da könnte ich passen, hat mich vorgeschlagen und es hat geklappt. Und bei so einer Produktion, ich meine, was ist jetzt zum Beispiel bei so einem Film anders als zum Beispiel jetzt bei einer normalen deutschen Kinoproduktion? Das meiste, der größte Unterschied, der mir aufgefallen ist, ist, dass man viel mehr Zeit hat. Also man hat, sagen wir mal, ja, das kann man gar nicht sagen. Man kann nicht sagen, dass man doppelt oder dreimal so viel Zeit hat, weil es ist so viel mehr Zeit, dass man das gar nicht messen kann. Aber das ist der große Unterschied. Man hat einfach die Möglichkeit, die Schauspielkunst, die Regiekunst und all das, was so zusammenkommt, wirklich ganz in Ruhe auf die Spitze zu treiben und das macht sehr viel Spaß. Ich habe noch ganz kurz ein paar tierische Fragen. Hast du selber Haustiere? Ich hatte mal welche, ja. Eine Katze und Hund hatte ich immer. Und mal zwei Leguane. Ganz lange her. Gibt es noch eine nette Geschichte, eine nette Anekdote zu? Zu Tieren? Na, angestellt haben die natürlich viel, aber meine Katze hat, glaube ich, mindestens, ja, ich glaube, dreimal in meinem Kleiderschrank Junge gekriegt. Das heißt, jedes Mal danach kannst du dich neu einkleiden. Dann warst du auch Geburtshelfer, oder? Sozusagen. Nee, ich habe es ja nicht gesehen. Das war dann meistens schon vorbei und ich habe dann nur mitgekriegt, ah, sie hat es schon wieder getan. Naja, ich habe sie geliebt, konnte sie tun. War okay. Letzte Frage noch von mir, wenn du mal mit einem Filmtier drehen könntest. Was würde das dann sein? Was würdest du bevorzugen? Gerne auf was Exotisches wie Löwe oder Panther? Ja, das wäre schon cool. Also mal so eine große Raubkatze aus der Nähe, das wäre schon cool. Mit so einem Löwen, da hätte ich Lust drauf. Das wäre cool. Ja.